Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ja, endlich. Ich habe es wieder so weit gespielt und ja, gehen wir weiter. Ich hoffe, dass es diesmal nicht aufhängt. Jo, hab kein Thema. Wir laufen einfach rum und gucken uns hier um. Und das reimt sich sogar. Cool. So, wo waren wir? Ja, ich hab gereimt. Wow. Ja, wir kamen da vorne nicht durch. Ich habe auch ein Stück zu weit gespielt gehabt, bin wieder zurückgelatscht. Ja, wir laufen einfach hier lang. Bis jetzt habe ich noch keine großen Abzweigungen gesehen. Ah, und sogar ein Mega-Dramon. Sind wir denen schon begegnet? Auf jeden Fall entschuldige ich mich für jegliche Framebrüche während des Kampfes, weil ich nicht mit meinem alten Emulator aufnehme, sondern weil ich auch so mit dem Falschen gespielt habe, mit dem anderen, den Save-State nicht laden kann. Ja, machen wir dann mal den Kampf weiter. Entschuldigung, dass ich immer schweige, aber ich warte mal ab, ob es Digimon gibt, die wir schon kennen oder nicht. Und boah, dieser Sound. Camtasia, mach was Besseres. Tut mir leid, ich drücke jetzt für die Vorspulen-Taste, weil es ist ja schlimm. No, die beiden sterben. Gut, sind auch brav gestorben. Vielen Dank. Ja, Jonas, komm, das schaffst du. Ich vertraue in dich, Jonas. Gut. Ich weiß nicht genau, ob er ohne Critical auch geschafft hätte, aber er hat's geschafft. Dü-dü-düm. Ui. Und? Okay, ja, nicht heute. Vielen Dank, Kalumon. Jetzt hat's wenigstens nicht gebackt. Oh, das Löffel auf 60 Lila konnten wir eh nicht öffnen. Gehen wir weiter. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt andere Werte habe als vorher. Und wo habe ich eine Abzweigung verpasst? Wo habe ich eine Abzweigung verpasst? Mist? Ja, ich war dabei, mich zu fragen, wo habe ich eine Abzweigung verpasst, weil ich meine, keine gesehen zu haben. Auch gerade beim Nachspielen war das ziemlich einfach. Alles eine bekannte Kampfkonstellation. Hui, zumindest läuft es. Zumindest läuft es sauber, wollte ich sagen. Und mittlerweile weiß ich auch, wie die Freundlichmon Trikeramon heißen, nämlich Monochromon. Ja. Oh, da ist eine Abzweigung. Kommen wir daher? Ah, hier geht's weiter. Och nein, schon wieder eine Abzweigung. Ich geh mal unten lang. Och nee, drei sogar. Oh. Ich wollte es vielleicht sagen, zuvor lief das Ganze ohne weniger Kämpfe. Ja. Mann, 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 das ist unglaublich viele Kämpfe. Ist mir auch in den Part aufgefallen, das ist so ein Boss? Was machen wir hier eigentlich? What the fuck? Truhe. Truhe. Nein, ich wollte die Truhe haben. Egal. Bestimmt kommen wir hier nochmal hin. Und da ist ja dieses besagte Digimon. Wow. Sogar nur ganz viel verlaufen. What the? Geil. Ist das Chimeramon? Ich fühle eine Kraft. Ja, aber ich werde diesmal nicht verlieren. Sieh nur zu, ich werde diesmal gewinnen. Warum sind wir auch ein Natürlermon? Das ist lustig. Nun, auf was wartest du? Ich bin bereit. Ich bin so bereit, wie es nur geht. Lol, wir sind ein Natürlermon. Wie geil ist das denn? Ja, Warning. Oh, unser Frame-Einbruch während der Kämpfe. Es tut mir jetzt wirklich leid. Ja, Chimeramon. Das wohl zusammengewürfelste Digimon überhaupt. Lass mich lügen, aber ich glaube, es ist tatsächlich nur auf dem Ultra-Level. Oh, ich habe es als Digimon-Karte gehabt. Ah, ich habe nämlich noch die guten alten Digimon-Karten und ich denke mal, es nimmt auch zwei Bildschirme ein. Drei, wie Skygreymon. Und ja, wir hauen hier richtig gut rein. Ja, pff, was kannst du denn? Shoot the Arrow of Ice. Wasser, Tidal Wave. Ja, da könnte ich drei Felder sogar mit treffen. Oh. Jautsch! Jautsch! Sasa, du bist der Hammer! Hast du auch? Ja, du hast auch einen Dreifelder-Angriff, gut. Dafür sind die doch gut, oder? Um solche Kämpfe einfach mal in fast einer Minute zu machen. Cool! Das gefällt mir. Ah, das ist geil.
Arr. Arr. Jetzt sind wir auch wieder kein Atylamon. Ich hab schon gedacht, sind wir irgendwie in Digimon Frontiers gelandet oder wie? Yay, wir haben Chimeramon besiegt. Atylamon, herzlichen Glückwunsch. Du hast es endlich geschafft, Chimeramon zu töten. Ja, aber an. Es war nur möglich, es war nur durch deine Hilfe möglich. Nun kann ich mich endlich an alles erinnern. Damals, als ich Chimeramon das letzte Mal bekämpft habe, war mein Tamer viel zu ängstlich und ist davongelaufen und hat mich zurückgelassen. Tuten. Ich war schockiert, als dies passiert ist. Und dann bin ich gestorben und wurde neugeboren. Ich fühlte mich abgestoßen, glaube ich, oder so, oder zurückgelassen. Ich glaube abgestoßen. Ich fühlte mich abgestoßen von Themen und so weiter. Aber Anne, du bist bei mir geblieben bis zum Ende und hast zu mir Kampf und Mut gegeben oder sowas. Ey, du hast gar nichts gemacht. Ich habe dreimal angegriffen, das Ding war weg. Nun habe ich volles Vertrauen in dich. Warte, warte, Antylamon, bist du dir darüber im sicher? Bist du dir darüber sicher? Geiles Deutsch. Was? Wer bist du? Ich weiß, du bist Anundi. Der Name ist doch bestimmt schon mal gefallen. Ich erinnere mich daran, dass es schon mal gefallen ist. Das ist korrekt. In der Tat. Entschuldigung, ich bin ein Stargate-Fan. Dann, du hast dieses Chimeramon erschaffen, oder? Ja, das war ich. Ich wollte, dass Chimeramon dich und all die anderen Thema, dir und all die anderen Themen zeigt, dass wir keine Thema brauchen. Ich wollte Chimeramon beweisen, ich wollte das an Chimeramon für alle Dinge beweisen, keine Ahnung. Ach, an anderen Themen, aber anscheinend habe ich mich wohl getäuscht. natürlich, ein böses Schemen wie das? Was? Ach so, eine böse Gestalt wie du wird niemals gewinnen. so sei es. Amen. Ich erkenne dieses. Nein, was? I acknowledge this loss. Wer Englisch kann, bitte sagen, was es bedeutet. Aber Antilamon, glaubst du wirklich, dass dich nicht in diesem Moment Thema Betray hast doch hintergehen, oder? Wer könnte dich in diesem Moment hintergehen? Was? Auf jeden Fall fragt er wohl, ob sie oder er oder es sich absolut sicher ist, dass er sie es uns trauen kann. Mir ist egal, was du sagst. Ich glaube an und ich werde weiter wachsen als ich selbst, als Digimon Tuten. Ich verstehe. Ich werde euch weiter im Auge behalten und irgendwann wiederkehren, um euch an eure Worte zu erinnern. Ich denke, Unknown, dass dieser Unknown D weg ist. Unknown D. Wer ist er und was will er? Ich habe keine Ahnung, ich habe momentan keine Ahnung, aber wenn ein Digimon seinem Thema vertraut, kann das niemals irgendjemand, kann nicht niemand trennen, brechen dieses Band. Ja, du hast recht. Oh Gott. Was für Vokabeln. Oh, Bahamon, hallo. Ich habe alles über euch Jungs gehört. Wir sind zwar nicht Jungs, aber egal. Ich sollte wirklich wütend sein, dass du nicht auf meine Warnung gehört hast, aber seit du Chimeramon besiegt hast, werde ich dir jetzt alles vergeben momentan, Tuten. Ja, Sir, es wird nicht mehr passieren. Lass jetzt mal beiseite. Ich sehe, hast du Pagumon sehr gut aufgezogen.
Dann. Sie meinen? Ja, du hast deine Aufgabe erfüllt. So, ich werde dich nun zum Gold-Tamer promoten. Yay, Level up! Congratulations, you got gold. Yay! Da, 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 da! Wuhu, danke! Wachse weiter und alle Digimon werden auf. Und wird. Keine Ahnung, und irgendwas mit Digimon. Jetzt habe ich den Einsatz gar nicht richtig gelesen. Irgendwas mit doch besseren Digimon. Natürlich. Ich werde ich wohl tun. Nun, mein Job ist hier nun beendet. Auf dem Weg zum Tamer King ist noch ein weiter Weg, aber du hast bis jetzt schon gute Arbeit geleistet. Natürlich, ich werde. Was? Egal. Ja, das hat mich zu einem Gold-Tamer gemacht. Nur noch ein bisschen mehr und ich werde ein Platinum-Tamer. Nur mal so nebenher. Ich frage mich, welche Art von Digimon das nächste ist. Moment, wir hatten Bahamon, Ebrumon, Azulamon, müsste jetzt Kuaimon kommen, oder? Ja! Wow! Unglaublich! Was für ein großer Phönix! Ich bin Zikuaomon. Wurde nicht Zikuaomon genannt? Egal. Observer der Gold Tamers. Du bist doch jetzt erst vor kurzem ein Gold Tamer geworden, oder? Ja, gerade eben. Zu einem Gold-Tamer zu werden ist. What? Quite a feat klingt wie eine Redewendung. Ich würde mal sagen, eine große Ehre oder sowas. Du brauchst die Kraft, um standhaft zu sein? Natürlich, ich verstehe. Die erste Aufgabe für dich ist. Ich bin gerade auf dem Desktop gewesen, lol. Ein Alarm? Hä? Was zum. Was geht hier vor? Hallo, ein Tentomon? Habt ihr schon mal einen Tentomon begegnet? Ach, bist du süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ein Notfall. Oh, Tentomon. Mein Sicherheitsexperte. Was in der. Was ist los? What in the world has happening? WTF, was ist passiert? Wir sind von einem Virus angegriffen worden, und das Torsystem zu den anderen Arealen wurde verändert? Was? Über was für ein Virus redet ihr überhaupt da? Vor einer Weile ist ein mysteriöses Virus entdeckt worden im Sky Palace. Das klingt episch. Und Azulamon ist dahingegangen, um es zu untersuchen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Ebrumon! Was zum? Ebru! Wo ist er hin? Ebru! Ebru! Mein Körper fühlt sich so an. Bahayu. Warum verschwinden die alle? Beide, Ebrumon und Bahayumon. Sie sind verschwunden. Nein, was für eine Feststellung. Und ich bin schon mal 15 Minuten rein. Das bedeutet, das Virus ist in das Unions-System eingedrungen. CB-Angemon. Ich habe bereits das Antivir-Programm gestartet. Antivir, Kaspersky. Was benutzt ihr? McAfee? McDigimon? Es müsste eigentlich alles in Ordnung sein für den Moment, aber bis das Virus seinerseits nicht eliminiert ist, es ist egal, wie viel Zeit das System hat, es könnte jederzeit das System neu übernehmen oder so. Nun, wie dem auch sei, es ist ein Ausbruch des Virus. Es gibt einen Ausbruch des Virus vom Skypeless aus. Wir brauchen jemanden, der dorthin geht, um das Ausbrechen des Virus zu verhindern. Ja, dann schickt Biologen hin oder Mediziner oder Chemiker, am besten noch Biochemiker, kann man doch studieren. In diesem Fall, ich würde gehen. So kleinlaut.
Bist du wirklich gewillt, dies zu tun? Nun, ich würde dich nicht abhalten. Ja, ich gehe. Nun, ich werde meine Kraft nutzen, um das Gate zum Sky Palace temporär zu öffnen. Gehe durch das Tor und folge deiner Bestimmung. Verstanden. Das ist ein wirklich gefährlicher Job, aber ich denke, du kannst es. Ja, ich werde davon irgendwie schaffen. Und zur Not untergehen, das Virus mich anstecken und sterben. Wo ist das Tor geöffnet? Sakurai? Sakurai! Egal. Egal, wo es geöffnet hat. Ich speichere hier an der Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Part. Ciao.